freue mich, dass viele von euch gekommen sind, viele von denen, die auf dem Bild oben sind. Im Unterschied zu vielen Kärntnern und Kärntnerinnen, die ich auch kennengelernt habe während dieser Zeit, bin ich einfach immer sehr, sehr gerne hier. Ich bin auch immer sehr, sehr gerne in Kärnten gelebt. Und ich habe sehr viele Kärntnerinnen und Kärntner als Freunde und dafür bin ich dankbar. Und ich bin auch dankbar, dass ich hier sein kann und dieses etwas sonderbare Projekt ein bisschen erzählen kann. Es wird nicht wahnwitzig lange sein, aber ich muss einige Sachen vorab sagen, die für heute wichtig sind. Zum einen einmal, ihr seid ein großer Teil, ein wichtiger Teil von diesem Projekt, das ewige Archiv. Ja. Ich beantworte die Frage, worum geht es im Archiv eigentlich wirklich? Das ist super leicht zu beantworten. Es geht einfach um alles. Ja. Es geht um alles und es geht eigentlich auch um Zeit und um Raum. Und dass ihr euch die Zeit nehmt zu kommen, finde ich toll. Ihr müsst ein bisschen mehr heute noch machen, weil es war an sich ein Musiker vorgesehen und auch engagiert und dann musste aus bestimmten Gründen, die wir nicht näher eingehen wollen, wieder ausgeladen werden. Und jetzt habe ich mir gedacht, na gut, dann ist das blöde. Aber es ist ja so in Kärnten, das wissen wir sicherlich alle, wenn zwei Kärntnerinnen oder zwei Kärntner und zwei Kärntnerinnen und so weiter beisammenstehen, ist das ja ein Chor. Und ich habe mir gedacht, es wird auch schön, einfach wenn sich zwei oder drei Gärtnerinnen oder andere Leute zusammenstellen und dann im Laufe des Abends ein kleines Lied singen werden. Ja, und wir könnten sozusagen, wenn Leute wirklich das machen, so würde ich einen kleinen Preis stiften. Also ich hätte gerne, dass sozusagen ein paar Leute etwas singen. Ich finde das einfach nett, also nicht auch ironisch gemeint. Und wie gesagt, den Musiker müssen wir halt einfach irgendwie austarieren. Ja. Der ist nicht da. Und wir haben schon einen Schweizer Gast, der bereit ist, sozusagen ein kleines Lied zu singen. Ich selber habe mir gedacht, das einzige Lied, das wir alle singen könnten, wäre vermutlich Happy Birthday. Aber hat jemand zufällig Geburtstag heute oder so? Nein, da müssen wir das streichen. Ich sehe gescheit, weil ich mache das eh gar nicht. Ja. Aber ich hoffe, dass ihr schon darüber nachdenkt. Ja. Ich habe auch das zweite, das ist die Geschichte, die auf euch zukommt. Das zweite ist der Schriftsteller Ingram Hartinger, auch ein langjähriger Freund von mir. Und da möchte ich gleich, dass ihr auf das hier eingeht, was das eigentlich soll. Das nenne ich ein Zeitrafferporträt. Das Foto hier ist unter Ferlach aufgenommen worden, etwa 1979. Und das habe ich vor einigen Monaten aufgenommen. Und ich mache das gerne, dass ich einfach Menschen über den langen Zeitraum begleite. Ich weiß, dass das öde ist, weil ich ja viele von euch immer wieder und immer wieder fotografiere, aber das ist eine lästige Pflicht, die man halt so machen muss. Ich muss es auch machen. Aber, und das ist ein Zeitrafferporträt. Und der Ingram Hartinger, der hat leider einen sehr, sehr starken Anfall von einem sehr starken Migräne bekommen. Hat mir gesagt, er kann leider nicht kommen, er bedauert es sehr. Das heißt, ich muss auch den Part von Ingo Hartinger übernehmen. Ich versuche das zu kürzen, weil ich weiß, was er eigentlich lesen und sagen wollte. Aber ich habe den Ingo gefragt. Ingo, der hat auch bei Franco Basaglia gearbeitet in Triest, der ja, wie vielleicht manche von euch noch wissen, Zeit geht vorbei, die italienischen Psychiatrien aufgelöst hat. Was hätte man bei Basaglias eigentlich gesungen, wenn der Musiker ausgefallen wäre? Ne? Und er hat gesagt, Avanti Popolo. Und das wäre ein klares Lied, was wir singen können, aber ich habe vergessen, den Text auszudrucken. Ich habe immer gesagt, ich muss den Text ausdrucken, haben wir aber nicht. Gut. Also diese zwei Punkte müssen wir ein bisschen noch klären heute am Abend. Ich beginne vielleicht hier bei diesem Teil. Das sind einige meiner, ich weiß nicht, wie man es jetzt sagen soll, es sind nicht alles Freunde, es sind nicht alles Künstlerinnen, es sind im weitesten Sinne Wegbegleiter. Und vielleicht hier oben die Inge Freund, an die sich manche von euch erinnern werden, eine Galeristin, die sehr viel hier auch initiativ gemacht hat. Und das Bogen spannt sich auch bis zu Renate Freimüller, die heute hier ist. Und das Foto ist aber so, diese Fotos sind aber in den Ende der 80er Jahre, 1980er Jahre aufgenommen worden. Das heißt, es ist eine kleine Zusammenfassung von einem bekannten Freundeskreis, das weitergeht. Hans-Peter Meyer ist nicht mehr. Und ihr werdet manche Leute sehen, es ist so eine kleine Zusammensammlung. Und im Großen und Ganzen ist ein Teil dieses Projektes auch, vielleicht
Das Projekt heißt das ewige Archiv, aber wir alle wissen natürlich leider von Anfang an, dass unsere Ewigkeit so etwas wie ein Schmetterlingsschlag ist. Ja. Und der Titel des ewige Archiv ist natürlich schon ein Hinweis darauf, dass das ja völlig absurd ist, überhaupt das zu erwarten, dass zumindest ich etwas für die Ewigkeit mache. Und trotzdem ist es ein Versuch, ein bisschen vielleicht über die Welt nachzudenken, in der ich lebe, und über diese Welt sozusagen versuchen, ein bisschen Klarheit zu kriegen. Also hier so eine kleine Zusammensammlung, hier auch so ein Zeitrafferporträt von einer Schriftstellerin, die ich sehr schätze, die Marlene Streerowitz. Für diese Ausstellung hier einen ganz eigenen Blog gemacht. Ja. Das war mir wichtig, weil ich habe sehr viel Material und das war ein Anlass. Also ich bin ein Anlasskünstler oder Künstler, ich kann nicht sagen, das ist mal rausgerutscht. Ja. Ich bin ein Archivar und habe dann gefunden unter dem Stichwort Kärnten zum Beispiel dieses Bildmaterial. Das war bis aus dem Jahr 2000 auf dem Neuen Platz aufgenommen worden. Upsi Kramer, der Schauspieler. Und viele von euch haben auch Leute erkannt, die ich schon gar nicht kenne. Also zum Beispiel Reimer hat gesagt, das ist die Doris Moser. Ja. Das ist der Gösta Meyer, ein Schriftsteller, der auch nicht mehr lebt, der Walter Schütz, den viele von euch gekannt haben. Der Helmut Stockhammer. Also es ist eine Verdichtung vielleicht. Vielleicht könnte man sagen, dass das ewige Archiv bestimmte Bilder zusammen sammelt und sowas wie eine kleine, vielleicht Enzyklopädie darstellt. Ja, eine verdichtete Zeit vielleicht. Es geht auch um Zusammenhänge und zum Beispiel dieser Lindwurm, der hier in der Mitte ist, den habe ich da hinten wieder zusammengefasst, aus einer anderen Perspektive. Und wie ich heute schon gesagt habe, in der Früh war der wunderbar beleuchtet und ich fand das einfach toll, wie dieser Herkules da steht mit der Keule und den Lindwurm Gott sei Dank noch nicht erschlagen hat, denn sonst könnten wir ihn nicht so sehen. Nicht? Das ist natürlich dieser spannende Moment, der wahrscheinlich dem vorausgeht, wenn er ihn tötet. Nicht? Und für mich ist das irgendwie eingefallen, es ist spannend, so dieses Sinnbild, dass da ein Einzelner einem ungewissen Untier gegenübersteht. Und irgendwie habe ich mir gedacht, eigentlich ist das etwas, was wir alle, was uns allen bevorsteht oder was wir alle machen, ist, dass Einzelne eigentlich dem Leben da so gegenüberstehen und diesem Ungewissen, wo wir nicht wissen genau, wie die Welt eigentlich ist, oder manche wissen es vielleicht von euch, ich weiß es nicht. Aber das ist ja auch eine Art Auseinandersetzung, wie das geht hier. Hier nach oben einer der Künstler, die ich besonders schätze, Cornelius Kohling, auch ein unentwegter. Und ich habe es auch aus formalen Gründen hierher gehängt. Auch ein Schauspielerfreund, der Hannes Flaschberger, der gerade vorher noch angerufen hat. Hier geht es aber eher darum, auch natürlich in dem Buch, das ich gemacht habe, um die Frage, wie können wir ein Bild vom Menschen oder von uns oder von jemand anderem machen. Das ist zum Beispiel hier, was mich beschäftigt. Das ist ein kleiner persönlicher Kreis mit dem Thema Weitermachen. Ich glaube, das haben wir jeden Tag auch vor uns, ganz egal, was wir machen. Es ist aber hier noch ein kleiner Abstand und das ist auch, würde ich sagen, ein Dokument von einer speziellen Güte. Das ist jetzt nicht, dass ich das jetzt besonders schlecht finde oder besonders, aber es ist ein Dokument, diese Art von Dokumenten sammle ich selber. Nicht? Ich habe heute am Nachmittag gesagt, ich sammle es deshalb, weil ich ja ein Mitzahler bin. Nicht? Das ist so, dass ich diese Plakate finanziert habe, vielleicht nicht zur Gänze, aber doch zu einem bescheidenen Teil. Insofern finde ich es gerechtfertigt, dass ich diese Plakate, die ich gezahlt habe, mit meinem bescheidenen Steueraufkommen, aber das ist doch tatsächlich ein bisschen da, auch anschaue. Und im Grunde sind bei diesen zum Teil ganz fantastisch offenherzigen Sachen viele, viele Sachen zu machen, aber ich habe natürlich nicht so viel Zeit und darum könnte ich nicht den ganzen Abend reden, aber ich möchte vielleicht nur mit dem letzten beginnen. Das halte ich für eine sehr mutige Aussage, also dafür, dass man antritt und sagt, ich komme mit dem Waterloo. Ja? Und das ist natürlich schon eine offene, starke und mutige Ansage, sozusagen, ich komme mit eben dem Waterloo. Also mich interessiert zum Beispiel solche Sachen, sind das echte Haare, also vom Waterloo zum Beispiel. Aber nicht nur. Also mich interessiert das zum Beispiel. Also mich interessiert nicht nur die Haare, sondern mich interessiert zum Beispiel die Gestik. Wie kann man sich
hinstellen. Das ist jetzt aber nicht nur diese Partei. Ne? Was mich auch interessiert, dass fast auf jedem dieser, als Grafiker, ich lebe ja nicht von diesen fantastischen Werken, sondern ich lebe davon, dass ich Grafik mache. Nicht? Als Grafiker interessiert mich zum Beispiel, dass auf jedem dieser Plakate ein anderes Logo drum ist eigentlich. Ne? Da sind alles, also da verdienen viele Grafiker, und wo viele Grafiker verdienen, das interessiert mich zum Beispiel. Ja? Und bevor wir dann wir machen dann ein Gesangsintermezzo, also über das Plakat können Sie selber aufdenken und so weiter, möchte ich dann doch noch zu dieser kleinen Delikatesse kommen, weil wir auch hier im Literaturmuseum sind. Und ich muss noch kurz vorher was sagen zu Robert Musil. Also ich bin auf die Seite 525 gekommen, vom Mann ohne Eigenschaften, und das finde ich ziemlich viel. Und das hat mich auch interessiert, und zwischendurch haben alles dann aufgehört und möchte wieder weitermachen. Aber der Robert Musil, das habe ich aus einem Text von Heimo gelernt, hat 1919 kurze Zeit als Archivar im Pressedienst des Amtes für Auswärtige Angelegenheiten gearbeitet. Und er hatte die Aufgabe, Zeitungsausschnitte zu sammeln. Ja. Und er hat das nicht sehr lange gemacht, aber er hat einen kleinen Notiz gemacht in einem Tagebuch, hat an einem Romanfragment, an einem Roman gearbeitet, der Archivar, geschrieben, also jetzt durch Zeitungsausschnitte archivieren, und in Klammer im Sanktuarium des Zeitungsdrecks. Und das finde ich natürlich auch interessant. Er hat selber gesagt, es ist im Heiligtum praktisch dieses Zeitungsdrecks. Gut, aber hier ist es so, dass eine gewisse Besessenheit, und bevor ich auf das eingehe, möchte ich schon, so ein riesiges Werk, wie wir hier machen, kann man nur schwer alleine vollbringen. Ja? Und auch, ich kann mir vorstellen, dass auch der Bildhauer, der diesen Limburg gemacht hat, Assistenten gehabt hat. Und hier ist es aber natürlich so, dass man dieses gewaltige Werk, es gibt ungefähr 4.000, 5.000 katalogisierte Wunschkennzeichen, kann man nicht alleine daheben. Und ich begrüße hier die Departmentsleiter von Österreich Süd, Sonja Gasperin und Benny Meyer. Ein Applaus. Ein guter Teil von den Kärntner Sachen sind von den beiden. Das muss ich mal gesagt haben. Die Wunschkennzeichen haben mich irgendwann einmal gepackt. Ja, das ist eine Sucht. Und ich habe mir dann gedacht, die Wunschkennzeichen sind einerseits die österreichische Antwort auf japanische Haikus, auf diese Kurzsittengedichte. Ja, das sind damit sich kurze Gedichte. Und es ist eine Fortführung dieser starken österreichischen Literaturströmung der 50er Jahre, der konkreten Poesie. Weil ich finde, es ist ein Mikrogedicht. Ja? Weil man hat ja nur ganz wenige Buchstaben. Es ist ganz genau limitiert und ganz stark. Ja? Und es ist fantastisch. Natürlich sind die Wiener und die Klagenfurter im Vorteil, weil die haben nur einen Buchstaben vor dem Wappen. Ja? Und wir haben viel mehr, aber natürlich ist es auch toll, auch wenn man zum Beispiel da im Bludenz ist, kann man Gaga 1 machen. Ne? Das ist schon möglich. Das sind schon ganz tolle Sachen. Aber trotzdem finde ich, unter den kreativen Leuten sind dann schon, der Heimo kennt ja fast alle eigentlich persönlich. sind die schon besonders. Ich könnte fast nicht sagen, was mir besonders gut gefällt. Dem Achleitner, dem Friedrich Achleitner, der dann von der Sonne und von Benny so ein Tableau geschenkt bekommen hat, der hat dann tatsächlich eigentlich authentisch gesagt, ja, er sieht es auch in gewisser Weise als Fortführung dieser konkreten Poesie und hat dann einen schönen Text geschrieben. Dem gefällt zum Beispiel das Klausi oder Lausi sehr. Ja, das ist zum Beispiel etwas besonders Schönes. Aber das könnt ihr selber anschauen, auch zum Beispiel Sima zum Beispiel. Das ist ja auch eine starke poetische Muskel. Ja? Also allein das Problem ist zum Beispiel, was machst du, wenn das schon vergeben ist? Ja? Kärntnislei 1, das ist dann weg. Du kannst dann einfach Kärntnislei 2, das geht nicht. Ne? Und das ist unmöglich. Ja? Und da muss man aber dann kreativ sein. Und das finde ich, habe ich gut gelöst. Ne? Das ist natürlich klar. Also Viagra 1 ist top, Number 1 ist von der Sonja oder von denen, das weiß man auch nicht genau. Aber das ist auch ganz, ganz wunderbar. Das habe ich also wirklich spezifisch gemacht. Hier Kärnten allgemein. Hier nur Villach, weil da so viele sind. Ja. Das ist auch fein, zum Beispiel, das seht ihr selber, da geht es um I want sex. Das ist eine klare Ansage, finde ich, und da muss man schon dazu stehen. Also wozu Sex ist natürlich eine berechtigte Frage. Wozu Sex? Wozu 1 natürlich? Love 1, Viagra, das haben wir da doppelt. 6, 7, das ist auch gut, warum nicht? Gaggi, P,
Piep 10, also das ist auch sehr schön, W-Stadt 6. Da kann ich kurz, ich muss dann langsam aufhören, weil es hier zu lange, ich muss dann singen. Das kann ich kurz vielleicht sagen, das ist ja eine nette Geschichte. Also wenn man das macht, muss man eine gewisse Konsequenz haben. Die Sonja und der Benni wissen das. Es hat keinen Sinn, wenn man ein Auto sieht, das von oben zu fotografieren. Das bringt nichts. Ja, du musst einfach wirklich die Kamera packen und musst in die Knie gehen, auf Augenhöhe, in den Kennzeichen gehen, weil das ist sonst einfach verzerrt. Das bringt gar nichts. Ja? Also ich bin da praktisch in Wien und ich sehe einen Jaguar W-Stadt 6. Ja? Und ich denke mir, ach, ein großer Fisch. Ja? Toll, also die Freude des Sammlers. Ein Bierdeckel aus Island, ja? So wie die Bierdeckelsammler unter euch wissen das. Ja? Also W-Stadt 6. Ja? Und gerade wie ich justiere, höre ich im Hintergrund, hey, was wollen Sie, ich fahre ja schon weg, Sie brauchen mich nicht gleich anzeigen. Ja, lass mich besitzen. Das ist irgendwie schon ein bisschen erzürnt gewesen. Ich dachte, ich bin von der Geheimpolizei und von der Nein, ich kenne das aber schon und ich kann ab und zu das damit gut umgehen, ab und zu nicht, ab und zu löschen, ja, das ist klar. Ich sage, nein, das ist, ich muss ehrlich sein, das ist ein tolles Auto und ich finde das einfach witzig, I want sex, weil das wollen wir ja alle. dann war das ein bisschen dieser... Das ist wie, du bist bei W statt 6. Ach, weißt du, was habe ich gesagt? I want sex, genau, das sowieso. Aber Startsex wollen wir natürlich nicht, aber dann habe ich gesagt. Und dann hat er gesagt, da hat er geschaut. Hat er gesagt, naja, gut. Soll ich Ihnen sagen, warum ich das habe? Sage, bitte, bitte, bitte. Weil diese Geschichten interessieren mich ja natürlich auch. Ne? Sagt, naja, es ist so, also meine Frau hat sich scheiden, oder wir haben uns scheiden lassen und die Frau hat, sagen wir mal, irgendeinen Betrag X genannt, ja, also keine Ahnung, 200.000, 300.000 Euro gekriegt. Und jetzt hat sie gedacht, gut, und den gleichen Betrag kauft er sich jetzt dieses Auto und gibt dieses Kennzeichen aus. So, damit würde ich sagen, machen wir jetzt. Darf ich nur ganz kurz ergänzen, wie weit diese Sucht geht? Also, wie Herr Moschel, der auch in einem Beitrag für Kärnten heute geredet hat, hier im Haus war, der Peter Putz dann gesagt: Moment, da draußen steht ein Auto mit dem Wunsch, mit seinem K. 1001a, das müssen wir unbedingt filmen, aber er ist ihnen entwischt. Leider. Absolut. So, aber jetzt bitte, würde ich sagen, machen wir Folgendes. Jetzt, welche Gruppe ist bereit, ein kleines, kurzes Lied zu sagen? Einfach, dass es ein bisschen aufgelockert ist, kann niemand mehr reden. Nehmt ihr was zum Essen, zum Trinken? Das sind ja die Wein. Ja, also echt. Okay, als Kompromiss. Als Kompromiss. Singt ihr drei? Nein. Aber dann brauchen Sie noch alleine? Nein, wir singen sicher nicht. Also griechischer Wein? Oder irgendwas? Gut, also im Gedenken, du bist Erik, ist schnapphaft, oder? Ja, ja. Okay, dann fangen wir an. Was ist ein bisschen Wein? So weit. Applaus! Wollen Sie ein Mikrofon haben? Ja, sicher. Ah, bitte. Was singen Sie? Ja, ich kann Text leider nicht. Von was? Ach so, na gut. Aber mein zweites, also das eine ist schon einmal als Anfang gut gewesen. Ich will sagen, ein Applaus ist schon weg. Avanti Popolo. Na gut, dann machen wir Avanti Popolo. Also. Avanti Popolo. Bandiera rossa. Ballare scossa. Triomfala. Dam, 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 dam. So. Dam, 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 dam. Dam, 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 dam. Bravo. Also Applaus ist ja, wir müssen einen Applaus geben. Gehen wir rüber, die andere Nummer. Ne? Wir sind schon fertig, aber es geht drüben noch weiter. Aber nicht mehr sehr lange, keine Bange. Es gibt dann eh schon.